Hallihallo, heute bringe ich euch wieder ein paar neue Angriffe, die ihr für mich gepostet habt. Viel Spaß damit. So, Tori aus der Gerüchteküche hat mal richtig fett Loot am Start. Aber, also nee, nicht aber. Also es ist halt kein inaktiver Gegner. Also der ist halt aktiv, war halt jetzt die letzten paar Stunden definitiv nicht aktiv. Hier sehen wir richtig schön voll. Und von daher sind aber, denke ich mal, Fallen und sowas werden noch aktiv sein, auch wenn wir hier schon ein paar Grabsteine sehen. Oh, jetzt wurde es knapp. Komm, na, ja genau, richtig. Ist vollkommen richtig gewesen, dass du die Queen, die Ability gezündet hast, weil das hätte die nicht durchgehalten. Hier, wie gesagt, also man muss auch überlegen, guck mal, was da raufballert auf die Queen, ja. Wir hatten zwei Kanonen, wir hatten zwei X-Bows und der Bogiturm. Das ist klar, dass die das irgendwann auch nicht mehr aushält. Jetzt sollte es passen. Im Rage die Heiler und dann die Queen. Das passt. Also ein Bogiturm und zwei X-Bows, das ist in Ordnung. Alter, hier gehst du ja mal richtig eskalativ vor. Glück gehabt hier mit den Mauerbrechern auf jeden Fall. Schön rein. Und wenn du die Valkyren erstmal drin hast, klar, großer Vorteil hier in dem Fall der Inferno auf Single. Du hast den so zugespammt, dass der auf Single richtig, richtig daneben war für den Gegner. Läuft auf jeden Fall hart bei dir. Richtig gut gemacht. Ein Bowler noch zwischendurch hier. Easy going, Junge. Alter, hast du den zerwichst, Alter. Richtig nice. Yo, jetzt kommt Bowler und Magier. Richtig cool hier. Bam, bam, Junge. Sehr, sehr guter Loot auf jeden Fall. Sehr guter Loot. Und guckt mal. Ihr seht, er hat sich halt wirklich noch Truppen zum Ende aufgehoben. Das heißt, es wäre noch mehr möglich gewesen. Und das ist wirklich das Zeichen. Er weiß ganz genau, wie kann ich das einschätzen? Passt das nicht? Von den Truppen her richtig gut. Daumen nach oben auf jeden Fall. Richtig nice gewesen. Und du kannst ja sehr gut mit den Truppen umgehen. Du weißt genau, okay, passt das oder reicht das nicht? Richtig, richtig gut, Tori. Noch ein Angriff vom Jan. Und ein Skelettzauber, da bin ich mal gespannt. Auf den Skelettzauber bin ich echt gespannt. Und wir haben gar nicht mal so inaktiv, sondern man muss schon in die Lager rein, beziehungsweise an die Lager ran. Inferno auf Multi, definitiv gut für dich. Passt. Base komplett unterlevelt auf jeden Fall, also da ist gar kein Thema. Magiertürme hier, Minenwerfer, das bringt gar nichts, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein gegen deine Truppen auf jeden Fall. Aber habe ich das richtig gesehen? Du hast zwei, genau, du hast zwei gemaxte Golems, somit bist du auch Town Hall 10. Dafür sind natürlich deine Helden noch relativ low. Aber wenn du weiterhin so angreifst, denke ich mal, sollte das kein Thema sein, dass du dann auch deine Truppen dann langsam mal maxst. Weil wie gesagt, die Helden sind natürlich echt low im Town Hall 10 Bereich. Okay, ja, wie gesagt, der Skelettzauber wurde nicht gebraucht, passt also an der Stelle auf jeden Fall. Dann haut King Cube noch raus, geiler Loot. Ja klar, wie gesagt, hier ist einfach nur gebarged, komm, hauen wir mit vielfacher Geschwindigkeit raus. Da einfach abziehen und fertig. Hier ist noch ein kleines bisschen halt drinne, klar, aber mit den Truppen wird da auch nicht mehr, klar. King Danny haut raus. Oh, sehr geil. Ein richtig schöner Packer-Fight. Mal schauen. Zweier Packers. Muss man natürlich auch wiederum sagen, immer im Hinterkopf behalten. Packers sind natürlich nicht die günstigsten, klar. Und da muss man halt gucken, dass sich dann der Angriff auch lohnt, logisch. Aber ist natürlich immer nice. Ist gut, wenn die nicht unbedingt direkt alle auf einer Ecke sind, klar, weil die hämmern alle auf einen Sammler rauf und jeder hätte einen One-Hit gemacht. Hier seht ihr ja hier gerade noch mal hier. Fast ein One-Hit.
Und wenn da halt 5 Stück draufstehen und dann draufschlagen, macht das nicht wirklich viel Sinn. Schön aufgeräumt. Richtig schöner Overkill, würde ich mal sagen. Wa? Ja, ja. Hier noch schön in Rage rausgeblasen. Ich würde mal sagen, die nächsten Rage-Spells lässt du zu Hause. Das passt. Da brauchst du keinen mehr. Cooles Ding. Schön. Hier hat man einwandfrei gesehen. Alle hauen sie rauf. Ja, kaputt ist kaputt. Da ist man nicht schneller unbedingt. Puma Marcel farmt auch mit ein paar Riesen. Wobei ich jetzt mich wundere, dass die jetzt erst kommen. Die hätte ich vorher schon rausgeschickt. Gegner hat auch Riesen am Start. Da werden deine Riesen geheilt. Schön gedroppt den Heal auf jeden Fall. Passt. Die sind schön geheilt und laufen jetzt weiter durch. Aber es ist fast ein bisschen schade, dass du halt nicht die schon vorher gedroppt hast, würde ich sagen. Ich hätte die Riesen zuvor gedroppt. So, und jetzt würde ich sagen, rasieren die Helden hart. Das ist, da ist nicht mehr viel, was die Helden halt aufhalten kann. Und wenn man dann hier zum Beispiel auch wieder perfekt gewesen, Ability zur richtigen Zeit gezündet, dann ist einfach das Death-Gebäude, was halt auf die Queen gerade losgehen wollte, geht dann wiederum auf den Riese, der natürlich viel besser tanken kann und alles ist schick. Hat man ganz, ganz oft. Du hast einen Golem im Spiel und der wird gerade nicht, ja, als Death genutzt und dann kannst du schön die Ability der Queen nehmen und das Death-Gebäude geht auf den Golem. Richtig, richtig nice. So, zur richtigen Zeit auch den Rage rausgepackt, also die Ability, um halt wirklich möglichst wenig Zeit an der nächsten Mauer zu verbringen. Und dann läuft das. Ja, komm, hier die 1000. Ah, das ist krass, war, man könnte sich auch, man denkt, wow, was ist da noch drinne? Und dann hast du da 1000. Olli gönnt sich. Olli gönnt sich. Drin ist er. Mit dem Queen Walk am Start. Da haben wir, da haben wir, da haben wir. Richtig nice. So, kleinen Moment. Kurz Pause. Einzel, Einzel, Einzel. Passt aber. Ist safe. 16er Queen. Hält auch schon was aus. Könnte, kleinen Moment, lasst mich mal überlegen. Da haben wir also Einzel, 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 Einzel. Da kommst du meiner Meinung nach, wenn du richtig, richtig Luck hast, kommst du ohne Rage hin, könnte aber schwierig werden. Ich bin echt gespannt. Je nachdem, wenn der King jetzt noch den Bogiturm zum Beispiel auf sich nehmen würde, dann wäre es noch was anderes. Aber ansonsten denke ich, entweder Rage oder Ability müsste, denke ich mal, gezündet werden. Gucken wir mal. Nee, du hast... Ja. Oh, ja. Also passt. Lag ich also nicht falsch. Ist aber richtig, dass du dich für die Queen entschieden hast und nicht für den King, weil ich lasse den King bei sowas dann auch lieber sterben, weil ich mit der Queen einfach mehr reißen kann, meiner Meinung nach. Na, ich hätte da noch einen Rage rausgeballert, wirklich. Das hätte ich nicht, das wäre mir zu risky gewesen auf jeden Fall, um auch Zeit zu sparen. Du kommst halt dann natürlich schneller durch die Mauer durch, klar. Jetzt muss, warum hast du die Queen sterben lassen? Du hättest hier noch gut rasieren können. Schade. Da wäre echt noch was machbar gewesen. Weil jetzt hast du das Problem, du hattest halt die Riesen und die sind zwar vorgegangen, aber die können natürlich dann nicht deine die Ressourcen aufnehmen. Schade, das hätte noch besser laufen können. Ärgerlich. Geht vom Loot, ist aber nicht weltbewegend. Schade, da hättest du definitiv noch mehr rausholen können. So, X-Games haut hier raus. Genau, Riesen vor, danach Barge. Einwandfrei. Passt. Können wir uns gönnen auf jeden Fall. Und du hast dir, denke ich mal, schön den Loot gegönnt. Richtig gut. Riesen haben schön gedefft. Passt. Jo. Nice Loot. Richtig, richtig nice Loot.
Neriza oder Neriza, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Golem vorgesetzt. Magier. Alter, du hast ja eine ganz schöne Kombo. Also du hast die Schweine, du hast die Valkyrie, du hast die Magier und du hast die Mauerbrecher. Krasse Kombo auf jeden Fall. Von oben muss noch was kommen, würde ich sagen. Weil oben halt auch noch richtig Loot am Start ist. Oder du sagst halt, ich gehe komplett durch, egal was kommt. Du hast noch zwei Heal. Ich würde mal langsam hier... Oh, gemacht mit den Mauerbrechern. Alter Verwalter, der war nice gedroppt. Schön der Heal. Cooles Pferd auf jeden Fall. Der war echt schön. So, und jetzt... Ich würde ja schon mal langsam die Schweine in den Raum werfen. Okay, und jetzt machst du einen Alleingang, weil die Sache ist natürlich die, das ist natürlich machbar, klar, aber du hättest natürlich auch dann gleich die Chance nutzen können und sagen können, gut, okay, die Dev-Truppen sind, beziehungsweise meine Dev-Gebäude vom Gegner sind halt gerade abgelenkt und kümmern sich darum, dann hättest du die Schweine gleich da abfrühstücken können. Zack, und da ist noch ein Dev-Gebäude. Und ich sag mal, wenn du eine Minute noch hast, dann sollte das hier richtig laufen. Dann machst du den richtig nieder. Passt auf jeden Fall. Passt. Das soll es dann auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.